Die spanische Küstenwache hat am Donnerstag ein Holzboot mit Dutzenden Migranten, darunter offenbar auch Minderjährigen, vor der Küste der spanischen Insel Gran Canaria abgefangen und kurz vor Mitternacht zu dem Hafen von Algene hingebracht. Mehrere Menschen an Bord litten an Unterkühlung und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, berichteten lokale Medien. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums kamen bis einschließlich November 2019 mehr als 24.000 Migranten illegal auf dem Seeweg nach Spanien. Das sind knapp 30% weniger als im Vorjahr.